So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen, nicht schon wieder, nicht kleinen Let's Play Projekt. Und das heißt, wie man schon sehen kann, The Forest. Ja, ich hatte The Forest schon direkt da gekauft, als es rausgekommen war, vor ein paar Jahren. Aber damals war das halt noch unspielbar, das war halt nicht mal auf Deutsch und sowas. Und das war... Also es war schon cool, aber nicht so cool. Und ja, jetzt gab es halt viele neue Updates und ich habe auch schon in ein paar Let's Plays reingeguckt, aber es sieht schon ziemlich nice aus. Und ja, genau, vielleicht ist es wem aufgefallen, denke ich jetzt noch nicht, aber vielleicht ja doch. Das ist das erste Mal, dass ich das Ganze mit dem PC aufnehme, nicht mit meiner PlayStation. Und darum hoffe ich und bete ich, dass alles klappt, weil ich habe keine Ahnung, vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Na gut, wir machen auf jeden Fall den Mehrspielermodus, weil ich finde, Spielhost machen wir jetzt mal. Neues Spiel, oder kann ich auch wem beitreten? Spiel beitreten, geht das auch? Ja, das schaue ich mir vielleicht mal offscreen an. Weil eventuell machen wir dann das. Aber das schauen wir dann mal. Machen wir erstmal Spiel hosten, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock alleine zu zocken. Und dieses Mal normal. Weil ich denke, die Monster werden echt heftig sein. Machen wir bis 8 Spieler, ja. Ist okay. Genau, da sieht man sogar meinen echten Namen. Scheiße. Das hätte ich mir vielleicht besser überlegen müssen. Und vielleicht hätte ich nicht sagen sollen, dass es mein echter Name ist. Server wird gestartet. So, bis jetzt läuft die Aufnahme ja. Hab schon 4-5 Mal versucht, hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich ein anderes Programm genommen, das scheint zu gehen. Ich hoffe, es geht wirklich. Ach du Scheiße. Okay, es geht los. Yeah, wir sitzen im Flugzeug. Geil. Oh, was ist das? Das kenne ich nicht. Was soll das sein? Das ist ein Timmy. Alles klar, dieses Ding da, was ich gerade in der Hand habe, heißt Timmy. Und wie heißt das Ding da? Ja, so nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe Reis mit. Was ist das? Lass das mal bitte. Kannst du bitte damit aufhören? Kannst du mir bitte mein Ding wiederbringen, ja? Ja, was für ein Arschloch, Alter. Der nimmt mir einfach mein Zeug weg. Ja, nee, Alter. Den pack ich mir gleich unter den Zahn. Schnappt er sich einfach mein Zeug, ey. Pff, Arschloch. Niedrige Energie. Ist etwas oder ruh dich etwas aus? Du hast Hunger, finde etwas zum Essen. Neuer Eintrag, okay, ich muss essen. Ja, ich habe auch einen Echthunger. Das passt gerade ganz gut. Muss ich auch trinken? Nein, dann nehme ich das einfach. Ich spiele das Ganze übrigens mit Controller einfach, weil ich das besser finde. Und... Ach, ich hoffe wirklich, es funktioniert alles. Weil ich habe das Programm vorher getestet und da war nicht mal meine Stimme zu hören. Manchmal. Und manchmal doch. Also... Nee, das wird schon schief gehen. Ups, habe ich gerade... Oh ja, ja, das mache ich in echt auch immer so. Wenn ich Pillen sehe, die ich nicht kenne, dann schlucke ich sie immer einfach sofort. So gehört sich das auch. So hat mir das mein Arzt beigebracht. So, was ist das? Ich glaube, das war sowas wie Alkohol.
Steht da jetzt irgendwie nicht. Nehme ich mal alles mit. Essen muss ich nichts mehr, aber ich tue es trotzdem, weil man weiß ja nie. So, und es ist halt schon wieder ewig, also wirklich ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal The Forest gespielt habe. Es ist halt ein Survival-Game, ja. Also im Prinzip wie Minecraft, nur in Erwachsen. Und es läuft tatsächlich überraschend flüssig, vielleicht kann ich die Bildqualität doch nochmal hochdrehen. Oh, ich sehe gerade da oben links bei dem Programm läuft ein Timer, das heißt, ich muss meinen gar nicht starten. Ja, cool. Das heißt, ich kann meinen ausschalten, der nervt mich nämlich immer. Das ist cool. Okay. Oh, ich hab mich auf. Nicht auf die Tastatur legen. Die Tastatur ist böse. So, okay, ja. Ja, so läuft es bei mir immer. Ja, einfach mal alles einsammeln. Genau, wir müssen hier irgendwie unser Ding finden. Das wurde uns ja geklaut und überleben. Und, wir haben natürlich irgendwo unseren kleinen Pimmi. Warte, wo war das? Das ist springen. Was? Hä? Hä? Was jetzt? Warum habe ich keine Axt mehr? Scheiße, Alter! Was? Hä? Hä? Alter! Was ist los mit dir? Hol deine Axt! Ah, hier. Okay, das ist Timmy. Das ist schon mal gut. Da haben wir alles so drin, unser Baumenü. Ich weiß echt nicht, wie man das hier am Controller bedient. Das muss ich auch mal lernen. Hier sind die ganzen Sachen, die man bauen kann. Da sind auch ein paar neue, glaube ich, dazu gekommen. Und ja, Timmy, warum gehst du nicht weg? Genau. Ah ja, das ist unser Inventar. Da habe ich auch gerade die Axt reingepackt. Die rüsten wir jetzt gleich mal aus. Und da läuft Essen. Ich will dich nur streichen. Ups. Egal. Ja, wir brauchen halt wirklich alles. Darum habe ich ihn gerade gehäutet. Bis auf den Kopf, den braucht man. Der ist höchstens eine Operation. Batterien. Wann gibt es hier denn Batterien? Und das war sogar eine echte Marke, habe ich gesehen. Die gibt es hier bei uns. Die gibt es hier bei uns zum Kaufen, Alter. Das ist Schleichwerbung. Ist euch schon bewusst, oder? Ja, es ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir vor der ersten Nacht eine Stelle für unser Lager finden. Dann mache ich mich auch gleich mal auf die Socken, wenn ich hier noch ein paar Koffer geplündert habe. Weil hier gibt es auch Monster und die sind nicht gerade ohne. Zumindest war es beim letzten Mal so, als ich das gespielt habe. War es schon ganz schön in sich. Und ich hoffe halt, dass beim Online-Game noch irgendwer nachkommt. Irgendwer halt meinem Spiel beiträgt, weil ich finde alleine sowas ein bisschen langweilig. Macht doch nicht so viel Spaß. Klebeband. Okay, dann kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ja, ist halt auch schon echt lang her. So. Jetzt gehen wir dann auf jeden Fall mal los. Und erkunden wir ein bisschen. Wir müssen halt wirklich eine gute Stelle fürs Lager finden und ich weiß noch, es ist immer gut, irgendwo in der Nähe vom Wasser zu bauen, weil ich verlaufe mich hundertprozentig irgendwann. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche oder wie das nach der Nacht der Tag kommt, so sicher ist das ungefähr. Und darum ist es immer gut für mich, eine Wasserquelle in der Nähe zu haben. Vielleicht sollte ich die Grafik doch nicht höher einstellen. Also die Bildqualität, bla bla, keine Ahnung. Wow, 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 was ist das denn? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ey, scheiß Video. Das ist ein bisschen vollkommen. Voll crazy, Dicke. So, Totenkopf nehme ich auch einfach mal mit. Ich weiß halt gerade echt nicht, was wir so wirklich brauchen und was nicht. Und schnapp ich mir jetzt einfach mal alles. Ich glaube, hier wäre eine gute Trinkwasserquelle natürlich. Aber ich suche halt auch eine gute Stelle, um mein Lager zu bauen. Und da sieht es eher bescheiden aus, weil es sind wenig Bäume und so. Muss ich immer so weit laufen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist echt nervig, wenn man hier immer so weit laufen muss. Und irgendeinen Scheiß holen. Zu dem Spiel gehört es übrigens auch viel zu bauen und sowas und viel zu craften. Also wer sowas nicht mag, der sollte besser gehen. Sollte sich das hier besser nicht anschauen, auch wenn ich jetzt eher nicht so bin, der viel baut.
wird. Aber hier, also Trinkwasser wird gegeben, Bäume sind da. Hier wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Man kann ja, also ich werde jetzt erstmal nur ein provisorisches Lager wahrscheinlich bauen. So. Oh, und hier ist noch eine Trinkwasserquelle. Hier sind Fischis. Was war das? Hier gibt es eine Karte. Ich hätte gern die Karte. Ist die hier irgendwo? Hat Tim? Ah, Timmy hat die Karte. Ja, wie mache ich das? Ja, ich will wechseln. Muss ich das wirklich so machen? Hä, ich check hier gerade die Steuerung nicht. Kann übrigens sein, dass man meinen Controller hört. Muss ich jetzt echt jedes Mal so? Okay, das sind wahrscheinlich irgendwie so eine Art To-Do-Liste. Ja, da steht's, Überlebende. Alter, muss ich das jetzt wirklich so machen? Ja, okay, das geht eigentlich. Es wird nur scheiße, wenn man wirklich... ja, viel angucken will. Aber eine Karte oder sowas sehe ich hier jetzt nicht. Ist okay. Ja, warum auch immer. Okay, hier ist noch eine Trinkwasserquelle. Also ich weiß noch, ich habe mich damals immer hier bei dem Fluss niedergelassen. Ich habe gedacht, da wäre ein Schwein. Das wäre was Neues gewesen. Ich habe mich immer hier so bei dem Fluss niedergelassen. Ich weiß jetzt aber nicht. Vielleicht ist es eine gute Stelle oder ist es keine gute Stelle. Ich weiß noch, dass diese Viecher nicht schwimmen können, die Gegner. Das heißt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich hier eine kleine Hütte baue. Dann drumherum eine kleine Mauer. Also nicht jetzt, aber später dann. Und dann bin ich relativ sicher. Ich kann auch auf dem Wasser bauen, aber das habe ich mal versucht. Das lief irgendwie nicht so gut. Gibt's hier auch Fische in dem See? Oder ist das verschwommen? Hier gibt es keine Fischis in dem See. Wir schauen vielleicht mal noch ein bisschen rum, wir haben ja noch etwas Zeit. Ja, ich denke, wir müssen sowieso noch ein paar andere Sachen finden. Zum Beispiel einen Topf, man muss das Wasser hier nämlich abkochen. Und ich sehe gerade unten rechts, dass ich schon wieder langsam Durst kriege. Das ist eine gute Stelle, um ein Lager zu bauen. Hier ist nochmal... bisschen Wasser. Wow, das ist ein großer Baum. Kann man den auch fällen? Ja. Nein, kann man nicht. Schade. Warum schreit er manchmal so? Oh, es regnet. Oh, oh. Okay, das wird gleich beenden. Ich muss einfach nur mit dem Kalten. Ich bin wahrscheinlich ziemlich am Arsch, wenn ich keine Unterkunft habe. Gut, ja, aber ich finde gerade nichts. Die Map ist halt riesig. Also die ganze Welt ist nicht so groß. Das war ein Fehler, also das ist eine Höhle. Okay, nein, wir gehen wieder zurück, weil ich glaube, der See war schon ganz okay. Ich glaube, der See war schon ganz in Ordnung. Es ist halt nur die Sache, ich brauche einen Topf, um mein Zeug abzukochen. Und den habe ich nicht. Falls ich den so noch finde überhaupt. Ich bin jetzt auch so eine Sache. Oh, ich hab keinen Ausbau, ne?
Ja, sieh, wo warst du? Verrat mir das nochmal bitte. Da ist der kleine See. Das ist der kleine See, da waren glaube ich sogar ein paar Fische, wenn die ich jetzt nicht sehe. Doch, da sind Fische. Genau. Und der große See, der müsste theoretisch irgendwo hier sein. Och nö. Ja, das, falls ihr das gehört habt, das war gerade einer der Kollegen. Die wollen uns wahrscheinlich mal kurz Hallo sagen. Das Bambi. Und das ist der Kollege. Hey Kollege, was geht ab? Ja, das Bambi gehört dir. Kannst du haben. Alter, wie viel Pech kann man denn haben? Ich hab's schon gefunden. Dann ein bisschen blöd das mit dem Topf, aber ansonsten ist es ja okay. Dann kriege ich halt immer Damage, wenn ich aus dem nicht abgekochten Wasser trinke. Kriege ich immer Schaden, das ist ein bisschen blöd. Aber es ist okay. Man kann das schon machen. Das ist jetzt nicht so, dass man auf dem Stadt rum das einsagt. Ja geil, lande auf meinem Kopf. Oh. Habe ich mal gleich geschaut. Hier ist ein Seil. Da geht es ganz schön steil. Aber ganz ohne Beil. Hey, da sind ja doch Fischis. Habe ich gar nicht gesehen. Ich gehe lieber so runter, nicht springen. Wer weiß, ob Fallschaden gibt. Okay, also nahrungsmäßig sieht es hier echt gut aus. Das ist schon mal sehr schön. Der Baumbestand ist auch ordentlich. Das heißt, ich kann nicht viel bauen. Hasen. Ich will mir sowieso eine Hasenzucht machen. Das geht also schon klar. Ja. Und dann noch hier so ein Ausguck. Boah, Alter, Bambi, erschreck mich doch nicht so. Kommt es doch auf einmal angerannt. Oh, kann man hier gar nicht trinken oder was? Ah, doch. Ja, genau, das meinte ich. Das ist halt nicht so gut, wenn man das nicht abgekochte Wasser trinkt. So, jetzt wüsste ich aber echt gerne, wie ich meine Axt einfach mal so ausrüsten kann. Ah, Feuerzeug, okay. Ist auch gut. Hallo? Hallo? Ich weiß gar nicht, ob das war nicht. Okay, ja, das braucht man, wenn dann schon erst, wenn da Leute kommen. Man kann ja auch Sachen kombinieren, ja genau, aber das wollte ich jetzt erstmal nicht. Ich wollte jetzt erstmal ein paar Bäume fällen. Nein, Quatsch, wollte ich gar nicht. Ich wollte erstmal klarstellen, was ich überhaupt baue. So, wir müssen jetzt eine Unterkunft bauen. Das machen wir doch. Alter, was ist das für eine blöde Controllersteuerung? Man sieht schon, dass es eigentlich für die Maus und Tastatur ausgelegt ist. Aber das kann ich halt nicht so gut. Hausboot? Das wäre natürlich cool, weil wie gesagt, die können nicht schwimmen. Aber das machen wir vielleicht später, weiß ich nicht. Aber jetzt erstmal nicht. Was ist das? Waffen, Mann. Was? Wandhalter. Waffenwandhalter. Okay. Jetzt noch nicht. Alles später. Erstmal ganz einfache Sachen. Baumhaus kann man zum Beispiel machen. Ist ganz cool wahrscheinlich. Wir brauchen eine normale Unterkunft. Genau, hier. Eine Blockhütte. Ich mag ja die Blockhütte immer ganz gerne. 82, aber für den Anfang dauert das zu lang. Für den Anfang ist das echt zu lang. Wir machen einfach mal so eine kleine Blockhütte. Kleine Blockhütte ist okay. Mit A kann man, oder mit RB? Mit RB kann man drehen, genau. Mit A, ja super, es wird schon dunkel.
Geile Scheiße, es wird schon dunkel. Okay, dann fangen wir mal an. Ja, du bist Herkules, ich weiß. Alter, was geht mit dir? So, jetzt machen wir das mal vernünftig hier. Boah, das dauert ja immer noch so lange, bis man mal den Baum gefällt hat. Ja, da wäre ich auch was verpustet. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt fall schon um. Oh Mann, das werde ich noch ganz schön oft machen müssen. So, wo sind die Baumstämme? Halt so komisch, Alter, da findet man ja gar nichts mehr. Ach so, das ist ein Hammer-Symbol, ja, das ist gut, dann kann ich das schon mal. Hi Bambi! Komisches Bambi, das läuft nicht mal mehr und bewegt sich trotzdem. Mit X? Ach so. Ja, Alter, das bist du eigentlich. Ja, die Baumstämme haben sich wohl verabschiedet, die finde ich nicht mehr. Ja, es hat auch halt so einen leichten Horroraspekt. Das merkt man in den Nächten ein wenig. Wenn man überall das Rascheln hört und man weiß, hier sind irgendwo Monster und man sieht sie vielleicht nicht. Das ist schon nicht ganz so nett. Ich sollte vielleicht doch mal einen Feuerstein bauen. Feuerstelle wäre auch ganz nützlich. Warte, wo sind denn die da? Einfaches Feuer. Standfeuer. Ja, machen wir einfach mal das Lagerfeuer, würde ich sagen. Vielleicht nicht direkt vom Haus, aber so ungefähr. Oder von der Hütte. Ah, wir brauchen mehr Steine. Ups, nein. Ich finde es halt echt blöd, dass man immer wieder ins Menü zurück muss, wenn man aus Versehen hier mal die Axt weggelegt hat. Ist das dunkel, Bambi, Alter! Fick dich, Bambi! Hau ab! Was schreckt es mich die ganze Zeit? Oh, leck mich am Arsch, Bambi! Leck mich am Arsch! So, man sieht halt wirklich überhaupt gar nichts mehr. Ich höre es überall rascheln, ey. Das ist echt nicht mehr angenehm. Es kann natürlich auch sein, dass wir direkt sterben, weil ich habe halt keinen Plan mehr vom Spiel. Auch wenn ich jetzt in den mittleren Schwierigkeitsgrad gewählt habe, trotzdem. Wo sind Steine? Das darf ich nicht vergessen, weil wir müssen das Essen kochen. Es geht auch nicht so, dass wir das einfach roh essen. Keine Ahnung warum, aber das ist ja halt so. Ist auch in echt so. Fleisch kann man nicht roh essen. Oder nur schwer, ist nicht so gut. Boah, erst die Hälfte. Es ging ab. Ich mag's nicht hier im dunklen Wald. Normalerweise schlafe ich immer, wenn es Nacht wird. Oh. Irgendwas habe ich genommen. Das auch. Es ist halt gerade auch in echt sehr dunkel, darum ist es ein bisschen, ja, ein bisschen intensiver vielleicht. Aber es ist halt kein Horrorspiel, es ist halt wirklich hauptsächlich Survival. Das bin gerade nur ich, der da so ein bisschen sich in die Hose pisst. Kann man so sagen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Resident Evil, ja, macht mir gar nichts, ne, voll das Horrorspiel. Geht mir am Arsch vorbei und hier dieses kleine, diese kleine Minecraft-Kopie, kann man ja quasi sagen. Bambi, Alter, verpiss dich! Ich mochte dich noch nie, bevor das deine Mutter gestorben ist. Und gleich wirst du auch sterben, wenn du hier noch weiter rumrennst und mich erschreckst.
schicke ich dich gleich wieder zu deiner Mami. Ja, was würde ich sagen? Irgendwas mit Resident Evil, ja, das stimmt. Komm schon, wir brauchen nicht mehr viele Stämme. Hier werden halt schon einen ganzen Haufen rumliegen und ich finde sie nur nicht mehr. Ich sterbe jetzt nicht. Oder verlaufen. Ja, obwohl, sich hier zu verlaufen ist relativ schwer. Ah, jetzt sind die ins Wasser gefallen. Ich kann nämlich nicht gleichzeitig im Wasser sein und was tragen. Das ist blöd. Aber jetzt weiß ich, wo die Stämme sind. Das ist gut. Bambi, Alter. Ja, obwohl, dann habe ich immer was zum Essen in der Nähe. Ja, komm her, Bambi. Komm her. So, viel brauchen wir nicht mehr. Bis wir dann endlich in Sicherheit sind. Aber ich glaube, bis wir in Sicherheit sind, ist es schon wieder Tag. Halt die Schnauze! Schreit einer rum, ich weiß nicht warum, das ist die Störung der Nachtruhe oder so. Ja, ich bin mal wieder sweet am Ziel vorbeigerannt, ne? So wie es sich für mich gehört. Bambi, ey, boah, pick dich! Wirklich mal! Geh mir nicht auf den Sack, ja, ich... Schau mir jetzt einfach hier den Baum. Ich habe möglichst keine Ausdauer, ich bin komplett fix und foxy. Ja, kann man aber auch nachvollziehen. Kann man da irgendwas zu machen? Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Was ist das? So, da stellt Energie wieder her. Welche Energie? Trinken. Ah, diese Energie. Mach doch nicht an. Gar nichts. Also wenn es bei euch gerade dunkel ist, bei mir ist es auch dunkel. Ich dachte, dass das Spiel so spannend ist. Also gerade die Nacht, die ist schneller gekommen, als ich erwartet habe. Oje, oje. Das Haus ist auch komplett schief. Was soll die Scheiße? Ich würde den Handwerker verklagen, der sowas macht. Oh, hier sind ja Haufen Steinchen. Dann nehme ich nicht einfach die. Spinne! Kann ich aus der Spinne auch irgendwas machen? Nein, jetzt ist sie weg. Oh nein, da ist sie. Da ist sie. Hey, Spinne! Batz! Nein, das hat nur Spinnenmatsch gegeben. Das hat ein bisschen ausgeschaut wie Wasser. Kleiner Stein? Okay. Kann ich vielleicht so Steinschleudern machen? Boah, das wäre ja cool. Ich mache jetzt ein Feuer. Ich mache das jetzt absichtlich noch nicht an, weil ich brauche es noch nicht. Ich habe gerade einen Fehler gesammelt, glaube ich. Und ich werde jetzt auch noch nichts essen, weil ich werde dann gleich... Obwohl, nein, ich mache die Nacht durch, genau. Und dann in der nächsten Nacht gehen wir pennen. Weil sonst wache ich halt so blöd auf und dann ist gleich wieder Nacht. Ich hoffe, man versteht das einigermaßen. Wenn ich jetzt schlafen gehe, also wenn der Tag anfängt und ich dann schlafen gehe, dann mache ich in der Nacht auf. Das mache ich nicht. Das ist böse. So war es zumindest beim letzten Mal. Darum werde ich mir jetzt fix was grillen, würde ich mal behaupten. Das lassen wir einfach mal hier. X muss ich drücken. Nein, B muss ich drücken. Das lasse ich jetzt einfach mal hier. Und ja, genau. Eine Feder. Ich darf nicht ins Feuer rennen, sonst verkriege ich mich selber ab. B ist, glaube ich, wechseln. Ja. Sehr schön. Ich
will dich nur steichen. Mann, warum kann ich die Kirche nicht steicheln? Das ist voll blöd an dem Spiel. Es geht hier irgendwie so schlecht. Okay, jetzt wird erstmal fett gegrillt. Das Häuschen ist fertig. Tschüss. Steh doch da rein. Mach die Tür zu. Speichern, 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 speichern. Speicherstand. So. Jetzt. Boah, Alter. Da! Das erschreckt mich jedes Mal. Lass mich in Ruhe zu Abend essen. So. Die können übrigens mein Haus auch kaputt machen, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, was machen wir denn da? Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Ich brauche eine bessere Waffe. Kombinieren. Nein, das wollte ich nicht. Habe ich einen Stein oder sowas? Nein, habe ich nicht. Dann kombiniere ich einfach mal die beiden. Verbesserter Speer kann ich dann machen. Dafür brauche ich zwei Lappen, glaube ich. Also Stoff halt. Was brauche ich für verbesserte Speer? Hab ich das jetzt gesehen? Ja. Knochen brauche ich. Ah, ja, gut, dann nehme ich einfach nur den Speer. Ausrüsten. So, jetzt machen wir da mal Ordnung hier. Guten Tag. Schützt ihn in den Po. Was, du kannst nicht stehen bleiben. Ist eigentlich voll okay. Oh, die kann man jetzt werfen. Das wusste ich nicht. Und das ist auch noch voll effektiv. Ich wusste nicht, dass man das werfen kann. Das hat im letzten Teil nie geklappt. Vor dem Update. Tschüss. Goodbye. Das hat nie geklappt. Ich habe das immer versucht. Das hat nie geklappt. Warum hat das jetzt geklappt? Ich bin... Ich bin etwas in Panik. Ausrüsten. Das war gut. Das hat funktioniert. Das war gut. Alter, geh da raus. Wo ist die Tür? Wo ist die scheiß fucking Tür? Hier. Oh. Abgekackt, weil auf einmal war ich wieder auf meinem normalen Bildschirm halt, Desktop und so. Ich hoffe, es läuft noch alles. Ich muss halt ungefähr ziehen. Scheiße. Verdammt. Was ist das? Oh, ich habe den wieder genommen. Ich habe Gummiarme, wie es aussieht. Komm her! Du kommst verdammt doch mal her! Ich bin besser als du. Ich bin zivilisiert, Alter. Ich hab hier alles getötet. Ich bin zivilisiert. Was, dann essen wir mal. Ich weiß es nicht. Das hat nicht funktioniert. Das hat... Nein, ich bin ein Idiot! Scheiße. Was ist mein Essen? Okay, das geht halt echt nicht. Ich brauche Frühstück. Ach, jetzt. Boah, Alter, ich habe es echt geschafft, die zu killen. Und den Speer zu werfen. Das habe ich im letzten Teil so oft versucht, das hat nie funktioniert. Also, was heißt hier im letzten Teil? Vor dem Update liegen.
bisschen sorry, Vögel, ich brauche mehr Essen. Man darf ja auch nicht zu viele Tiere töten, sonst sind sie irgendwann weg. Sonst gibt es sie irgendwann nicht mehr. Es ist Tag geworden, ja. Sehr gut. Okay. Als nächstes brauchen wir ein paar Äste, Steine. Verpiss dich. Das kill ich auch noch. Was heißt du? Ich sehe halt gar nichts. Das ist alles so verschwommen, sobald ich mich will. Du willst fighten? Dann fighten wir. Wo bist du? Oh, das war halt voll daneben. Rüstest du bitte die Axt aus? Ich geh wieder rein. Kann man hier nicht Zielkreuz anschalten? Mach die scheiß Tür zu, Alter, bist du behindert? Ja, der macht die Tür nicht zu. Zack. Bleibunden. Stopp. Also ich muss sagen, dass die Axt in einigen Punkten besser ist als der Speer. Zum Beispiel beim Jagen, wie man gerade gesehen hat. So, wir brauchen halt echt viel. Die erste Nacht überlebt. Ich hoffe, der kriegt Äste. Ich brauche Äste. Ich bin Feuerstein. Die Äste. Ich hoffe halt wirklich, dass meine Aufnahme jetzt nicht abgekackt ist. Ich war halt ganz plötzlich auf einmal wieder bei meinem Desktop. Und das ist vollkommen überraschend und sowas. Und das brauche ich halt echt nicht. Ich muss hier unbedingt eine Rehfalle aufstellen, wenn es hier sowas noch gibt. Die Bäume wachsen normalerweise auch wieder nach. Also das ist alles eher weniger das Problem. Was mache ich hier? Warum habe ich eigentlich dieses Mikro oder keine Ahnung, Lautsprecher-Ding? Sammel Steine, einen von fünf. So. Ich frage mich halt, ob man hier irgendwie sieht. Ob noch jemand dazugekommen ist oder nicht. Einsteigen. Die hätte ich heute schon gerne im Bein mehr. Ich hoffe so sehr, es ist nicht abgekackt. Ich hoffe es so sehr. Ich bete zu Gott und dabei bin ich nicht gläubig. Naja. Na gut, die Glaubenskiste will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ja, genau, das ist ja klar. Das sind die Büchse der Pandora. Lassen wir das einfach mal. Okay, hier sind so viele Bambis. Okay, wir brauchen unbedingt Essen und Trinken. Das geht so nicht. Aber wie? Wie machen wir das? Wir brauchen Äste. Äste, Steine, dann kann ich ein Feuer machen. Ich habe ja dummerweise diesen Unfall gehabt mit dem alten Feuer. Das war dann auch immer weg. Oh, da ist noch einer. Jetzt sammle ich sie doch noch alle wieder ein. Ja, die findet man brutal schwer wieder. Die fallen dann einfach um uns hin weg. Ich finde die Markierungen gut. So sehe ich immer, wo ich lang muss, wenn ich nach Hause will. Das ist schon sehr praktisch. Gut. Die Leichen hier kann man übrigens auch noch verwenden. Daraus kann man dann später, also kann man sie verbrennen und aus den Knochen, die noch dann übrig bleiben, kann man auch einen geilen Scheiß machen. Oh, den habe ich anscheinend angefangen. Obwohl, nein, ich lasse das lieber. Das lasse ich lieber. Stopp. Sehr gut, ich brauche dann neue Sperre. Hab ja einen einfach weggeschmissen. Ist einfach super voll an dem vorbeigeflogen. Muss ich mal gucken, ob es hier nicht irgendwie sowas wie Fadenkreuz gibt oder so.
Sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen, wie man gesehen hat. Das ist ja schon ein bisschen anders wie in echt. Nicht, dass ich in echt Leute mit Sperren abschmeißen würde, aber ich würde es gerne machen. Wer würde das nicht gerne machen? Achso, ich brauche gar keine Äste mehr. Da ist noch ein Stein. Mir ist sogar Leben abgezogen, der Penner. Was für ein Arschloch, Alter. Nur weil ich ihn umbringen wollte. Und? Kann er mich doch machen lassen. Bambi auch nicht ins Feuerloch. Ich weiß, du bist doof, aber du machst sowas. Ja, tschüss Bambi, viel Spaß. Renn da einfach ins Feuer rein. Was passiert jetzt mit dem? Oh, schade, der lebt noch. Ich wollte den gleich in die Mitte nehmen. Ja, ich sehe schon, das Kugelfleisch, das kommt nicht so viel. Das spielt bestimmt mehr. Ja, Bambi, brenn noch weiter. Bleib doch noch was weiter. Ich dachte, das war ja nicht schon wieder kaputt. Ich werde euch hier eh gleich alle fangen. Gut, dann lasse ich das auf meinem Kamerin hier noch. Ich kann das essen. Das was ich essen. Guck, was passiert. Ich glaube, ich habe da aus Versehen einen Vogel reingeworfen, weil ich habe doch vorher X gedrückt, ja. Ist auch ein bisschen krass, wenn ich hier so Menschen essen könnte. Das wäre ein bisschen heftig. Ich kann sie verbrennen und Knochen einsammeln und aus den Knochen dann was machen und sowas. Das ist cool dann. Der Rest wäre dann. Also das Essen wäre dann doch schon ein bisschen mehr. Ah. Hier würde sich eine Bambi-Falle anbieten, denke ich mal. Ich drücke immer das Falsche. Bambi-Falle, Bambi-Falle. Wie kann ich die Bambis am besten töten? Da mich die ganze Zeit erschreckt, jetzt kriegen sie die Quittung dafür. Warte mal, da war was. Freistehende Seilrutsche. Okay. Ja, man kann hier halt wirklich echt viel machen mittlerweile. Ich habe halt nur noch gar keine Ahnung, was hier sind, die ganzen Fallen. Sprengstoff. Mhm. Blatthaufenfalle. Okay, was auch immer die macht. Molotow. Dornenwandfalle, Schlingfalle, ach du Scheiße. Ich merke schon, das wird noch sehr, sehr lustig. Also so eine Bambi-Falle gibt es hier nicht mehr, so eine Rehfalle halt. Steinschwungfalle. Aber ich denke mal, man kann damit auch die Eingeborenen halt ein bisschen zurückschlagen. Und die Bambis fangen, aber ob die da reinrennen, ich weiß nicht. Naja, also das hier hat sich bei mir immer bewährt. Und Alter, jetzt hör doch mal auf damit. Dann mache ich das hier einfach mal so ein bisschen. Die können was bringen, muss aber nicht. Leg das Ding doch mal weg. Er macht das von selber, du holst es von selber immer wieder raus. Ich frag mich ja wirklich, ob man nicht hört, aber ich weiß auch nicht, ob da jetzt jemand dabei ist oder so.
Kann auch sein, dass man dafür extra Leute einladen muss oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir jetzt erstmal was zum Essen sammeln müssen. Das weiß ich. Wir brauchen halt erstmal die Grundausstattung, damit wir hier wirklich was machen können. Aber wir sind sowieso schon wieder bei 45 Minuten. Ich werde die Folge beenden, sobald die macht einen Bericht. Haus, wo bist du? Ja, Haus, Hütte eigentlich. Okay, aber die Grundbasis steht schon mal. Alles. Das heißt, wir brauchen nur noch eine sichere Nahrungsquelle, die wir ja gerade aufbauen. Und dann kann man vielleicht mal so richtig mit Basenbau anfangen oder sowas. Und wenn dann keiner zu meinem Spiel daherkommt, dann gehe ich einfach selber irgendwo rein. In irgendein Level oder so. Also, sprich, ja. Tschüss, Spinne. Sprich, ich joine heißt das, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, mein Englisch ist so kacke. Eigentlich nicht mal vorhanden. Aber ihr wisst schon, ich gehe dann einfach zu irgendjemand anderen rein und spiele mit dem. Dann machen wir halt vielleicht noch ein bisschen was von vorne, aber ich denke, das wird dann auch ganz lustig. Ich weiß es halt noch nicht. Ich weiß noch gar nichts. Ich bin dumm, ich weiß nichts. Schnauze. Das braucht doch viele Äste. Stöcke, keine Ahnung. Ich habe hier bald kein Stöckchen mehr. Übrigens, frohes neues Jahr, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben, weil heute ist zwar der 30. aber scheiß drauf. Morgen kommt die Folge raus, morgen ist der 31. Also, frohes neues Jahr. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Nichts verloren? Oh, ich kann viele Stöcke mitnehmen. Jetzt, okay. Wann kommt denn hier mal die Nacht? Ich muss jetzt langsam den Schluss machen. Weil hier ist sie schon. Ich bin sehr, sehr müde. Bewegen sich einfach von selber, okay. Die gehen fett auf Wanderschaft, wie es aussieht. Gut. Das war ich nicht. Danke, Bambi. Ja, das war ich auch nicht. Cool, also die Bambis bringen sich selber um, das passt schon mal. Ja, so einen Kopf brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte den Speer wiederherstellen, weil die waren ganz cool. Dann können wir daraus hier verbesserte Speer machen. Oh yeah! Was? Aufheizen der bla bla verbesserter Speer. Da braucht man. Oh! Das wird noch lustig! Das wird noch sehr, sehr lustig. Warte mal, den kann ich sogar schon machen. Da braucht man Alkohol und noch Luft und dann. Oh. So viel zum Thema frohes Neues. Aufheizen der verbesserter Speer. Hey, ich kann den noch mal machen. Okay. Ausrüsten.
bestimmt auch irgendwie anzünden. Hey, meine Falle hat schon zugeschlagen. Was haben wir da? Ein Dino-Baby? Ein Eichhörnchen. Sieht so aus wie ein Dino-Baby. Zack. Genau, so sieht's nämlich aus. Der Stärkere kriegt das Fleisch. Ja, das wird ich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich herausfinden, wie man den anzündet und dann wirft. Ups. Ja, okay. So kann man was essen, trinken, ich habe keine Ahnung. Ich nehme an, der macht das automatisch. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber ich nehme an, der macht das automatisch. Ich brauche wieder Esker. Ich habe einen sehr hohen Astverbrauch, merke ich gerade. Was ist das? 51 Minuten schon und die Nacht ist immer noch nicht da. Ich glaube, der Tag wird eine Stunde lang gehen. Das ist kein Standard, ne? Das ist kein Standard. Denke ich zumindest. Da. Man sieht schon, ich bin ohne die Markierungen voll aufgeschmissen. Ach, das dauert? Ah, okay. Ja, du bist ganz stolz auf dein Feuerzeug, ne? Ganz stolz, froh und glücklich. Okay, das sind, glaube ich, die Blätter. Jo, Bambi, willst du auch sterben? Was war das? Alter, hier sind so viele komische Geräusche. Okay, ich wollte hier eine kleine Mauer bauen. Für den Anfang. Einfach nur, um sicher zu sein. Und dann kann man ja weiterschauen, ne? Alter, ich drücke auch immer wieder das Falsche. Ich drücke immer wieder das Falsche, wirklich. Das wird sich auch nicht ändern. Ich kenne mich selber gut genug, das wird sich nicht ändern. Waffen sind weiter, braucht man nicht. Felswand. Kann man die Felswand als Mauer verwenden? Ich meine, vorhin so etwas wie eine Mauer gesehen zu haben, aber... Das ist mein Controller, der da so laut ist, wollte ich nur mal gesagt haben. Das bin nicht ich. Hier. Verteidigung... Verteidigungswand. Ja, an sowas hätte ich jetzt eigentlich eher nicht gedacht. Ich dachte eigentlich schon an eine Wand aus Stein. Die gibt es hier anscheinend nur im sehr kleinen dekorativen Format und ich sehe gerade, es wird langsam dunkel. Es wird aber auch Zeit. Verteidigungsdornenwand. Aha. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Wir probieren mal aus. Ich weiß nicht. Die kann man drehen. Okay. Jetzt. Okay, irgendwie geht die hier nicht. Na gut, dann... Nein, das wollte ich auch wieder nicht. Dann versuchen wir es damit. Das geht, komischerweise. Hey, ich habe mal gleich das Richtige gedrückt. Ja, da braucht man vielleicht eine Mauer dazu. Katapult, man kann hier ein Katapult bauen, das sehe ich jetzt erst. Ach du Scheiße, wir werden viel Spaß haben. Wir werden sehr viel Spaß haben. Ich kann auf dem Stein bauen. Wir werden viel Holz brauchen. Ich mache jetzt eh sowieso nur eine kleine Mauer. Ist das so wichtig? Macht man das so? Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung. Ich stecke hier fest. Ah, das ist das. Ja, okay, wie gesagt, wir brauchen nur eine kleine Mauer. Ja, das ist Feuer. Das ist so okay. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Oh. Ja, dann mach mal das vielleicht. Nein, die kommen darüber. Stimmt. Also,
Den Stein hier müssen wir auch ausgrenzen, wir kommen darüber 100%. Ich weiß nicht, ob das so reicht, aber wir werden dann hier sehen. Mach mal ganz tief ins Wasser rein. Fick dich! Ich weiß nicht, wie man das bestätigt. So ein kleines Menü oder sowas, das, Tutorial oder sowas, das wäre vielleicht doch ganz gut gewesen. So. Und die rollen immer weiter, die gehen wirklich auf Wanderschaft. Mit A, da steht es doch. Mein Gott, ich bin auch der Allerschlauste. So, noch haben wir ein bisschen Zeit. Kann man ja hier die ganzen Stämme schon mal verbauen. Boah, 56 Minuten. Ich hoffe halt wirklich, dass es aufgenommen hat. Ja, kann man auch machen. Oh. Der erste ist schon fertig. Gut. Sehr gut. Stellst du das bitte dahin, Alter? Danke. Ja, ich würde sagen, jetzt ist aber ein guter Zeitpunkt, um schlafen zu gehen. Ja, dann hoffe ich einfach mal wieder, dass es euch gefallen hat. Ich fand's sehr, sehr geil. Ich fand's sehr lustig. Und ja, hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt The Forest. Und dann sage ich einfach mal Tschüss. Tschüssi.